Ich möchte Ihnen zeigen, wie man ein Pausenlayout anlegt. Folgender Hintergrund: Viele Adobe Connect-Räume sind so eingestellt, dass alle, die den Link zum Raum haben, diesen auch jederzeit betreten können. Man kann das anders einstellen, über einen Klick auf den Raumnamen, und dann kann man die Einstellung bei Zugang und Eintritt anpassen. Aber oft ist es zweckmäßig, nicht zu viele Hürden für das Betreten eines Raumes aufzustellen. Ein jederzeit offener Meetingraum birgt natürlich die Möglichkeit, dass irgendetwas in dem Raum zu sehen ist, was nicht jeder sehen sollte. Zum Beispiel eine Präsentation, die nicht ausgeblendet wurde, ein Chat, der noch nicht gelöscht wurde, oder dass jemand in den Chat etwas hineinschreibt, was besser nicht da stünde. Um das zu verhindern, kann man entweder sehr zuverlässig den eigenen Raum nach Veranstaltungen aufräumen oder ein neues Layout anlegen, das man immer dann anklickt, wenn man den Raum verlässt. Veranstalter sehen ganz rechts eine schwarze Spalte mit Layouts und unter den bereits vorhandenen Layouts ist ein gestricheltes Rechteck mit einem Plus zu finden. Dort können Sie Layouts hinzufügen. Ich erstelle ein neues leeres Layout und nenne es Pause. Zunächst ist es wirklich komplett leer. Das Einfachste wäre, es einfach so zu lassen. Man kann sich aber auch etwas mehr Mühe mit der Gestaltung machen und zum Beispiel ein hübsches Bild zeigen und ein paar Informationen zur Verfügung stellen. Ich füge eine neue Freigabe hinzu und lade ein Dokument hoch. Ich nehme ein Foto, aber es kann beispielsweise auch eine Folie sein mit dem Hinweis, wann die nächste Veranstaltung stattfindet. Wenn ich hier die Titelleiste ausblende, kommt das Bild noch besser zur Geltung. Zusätzlich schreibe ich noch eine Nachricht in einen Hinweispot. Wenn nun jemand den Raum betritt, sieht er oder sie weder, ob andere Leute im Raum sind, noch kann man den Chat nutzen, noch kann man irgendetwas löschen, einstellen oder verstellen. Als Veranstalter kann ich dann jedes Mal nach meiner Veranstaltung ganz rechts in der Spalte auf Pause klicken und habe ein informatives und absolut vandalismussicheres Layout.